Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video. Heute geht es um das Upgrade des alten KH-Keepers, was insgesamt alles gekommen ist, wie es gemacht wird. Ich zeige es euch bis gleich nach dem kurzen Intro. Dranbleiben und fürs Interesse zeigen. Ja, der KH-Keeper Plus. Wir haben lange darauf gewartet, dass das Upgrade endlich kommt. Und hier im Endeffekt klein, handlich und ja, süß. Was alles kommt, also als erstes, ihr kriegt natürlich diese süße Packung hier. Auf der Vorderseite, blende ich auch nochmal separat ein, habt ihr einen QR-Code, den ihr abscannen könnt für das Original-Installationsvideo auf Englisch. Ich mache das Ganze hier, damit ihr das Ganze auch auf Deutsch direkt habt. Gehen wir einfach mal hin und gucken mal, was drin ist, was kommt. Na, jetzt ist es hat sich Erfolg wert. So, es ist einiges drin. Als allererstes natürlich das Wichtigste, die neue pH-Sonde, die auch dementsprechend feucht geliefert wird. Da ist Flüssigkeit drin, das ist schon mal sehr gut. Das ist die neue Sonde. So schaut es aus. Und hier dementsprechend ein Mounting-Kit bzw. eine Installationshilfe für diese Sonde. Die brauchen wir gleich auch. Dann haben wir einmal, wie wir es vom KH-Keeper Plus kennen, pH 7 und pH 4 zum Kalibrieren. Und wir haben die schon bekannte Feinwaage, wo ich auch dementsprechend nachher nochmal auf eine Kleinigkeit eingehe, wie sie genau zu gebrauchen ist. Gibt es einen kleinen Trick bei, damit das auch vernünftig funktioniert. Sage ich euch aber dann später. So, das ist das ganze Hexenwerk, was geschickt wurde. Und brauchen tun wir dazu einmal eine Unterlage, damit auch das Gerät nicht beschädigt wird. Ich benutze Handschuhe, weil im Video werden auch Handschuhe benutzt. Hat was mit der Elektrostatik zu tun und entsprechendes Werkzeug. Schraubendreher und kleinen Schraubendreher für die Muttern auf der Rückseite. Sagen wir, packen das Gerät nochmal aus und schauen uns das Ganze mal an und bereiten vor. So Leute, Gerät ist aus. Unordnung ist da. Als allererstes gehe ich erstmal hin und werde auf der Vorderseite, habe ich schon gemacht, wie ihr seht, das Glas rausnehmen und lege das Gerät kopfüber hin und entferne erstmal die vier Schrauben. Praktisch ist es, wenn man sich die entsprechenden Schrauben für den Zusammenbau in der Reihenfolge nacheinander auf den Tisch drauflegt, damit man, ich sag jetzt mal, nicht irgendwas anschießen vergisst. Ich glaube, es gab da mal einen Film, so nach dem Motto, Doc Hollywood hat dann ein Auto zusammengeschraubt, der entsprechende Mechaniker. Hier haben sie noch ein paar Teile, ich weiß nicht, wo sie hingehören, falls sie sie brauchen. So, Deckel ist ab. Das ist das Innere, womit wir es zu tun haben. Und wir haben jetzt die Problematik, dass hier oben die Dosierpumpe erstmal im Weg ist. So, jetzt ist es so, dass wir jetzt als erstes hingehen und den Kopf herunternehmen. Ich mal hier den auf die Seite packen, sodass es nicht stört. Und dann die entsprechenden Schrauben hier anlösen. So Leute, ich nehme das Ganze mal aus zwei Perspektiven hier auf, damit ihr auch seht, was passiert. So, wir haben jetzt die Problematik, dass wir jetzt hier oben die Peristaltikpumpe herausnehmen müssen. Dafür haben wir einmal die beiden Schrauben, aber vorher müssen wir die Blende hier oben anlösen. Anlösen reicht. Was wir gleich brauchen, ist einmal, wie gesagt, der Kreuzschraubendreher, recht klein, am besten noch eine Nummer kleiner wie der hier. Und eine Mutteraufnahme, eine Nuss, jetzt haben wir es, 5,5 mm. Es wird sich nachher
als vorteilhaft erweisen, wenn man sich in die Nuss so ein kleines bisschen Zewa reinpackt, damit die Mutter nicht so weit nach unten rutscht. Kommen wir aber gleich zu. So, jetzt lösen wir erstmal hier oben die Schrauben an. Wie gesagt, nicht ganz rausdrehen, einfach nur anlösen, dass das Ganze ein wenig vom Grundkörper her lose ist. So. Und dann können wir jetzt anfangen, diese beiden Schrauben hier hinten mit der Mutter zu lösen. Also sprich hier oben. Ja, ich habe schon zu weit rausgedreht. Nicht weiter schlimm. Wie gesagt, in der richtigen Reihenfolge ablegen. So. Und dann einmal hier hinten drauf gegenhalten und aufdrehen. Da ist die Mutter. Schräubchen. Reihenfolge beachten. Damit man auch anschließend weiß, in welcher Reihenfolge wieder zusammengebaut werden muss. So, hat's Klick gemacht. Schräubchen und ihr seht, die Pumpe kommt mir hier oben schon entgegen. Freundlicherweise. So, jetzt gehe ich hin, lege das Ganze mal auf den Kopf und löse vorsichtig die Steckverbindung hier, damit ich auch an den BNC-Verschluss hier dran komme. Löse diesen auch. Na, kommst du raus. So, habe die Platine hier und kann dann hingehen, die Elektrode hier rausnehmen, die noch auf der Unterseite ein bisschen eingeklemmt ist. Ist alles ein kleines bisschen fummelig. So, das ist das gute Stück, das brauchen wir nicht mehr. Ihr seht, die neue Elektrode hat hier definitiv auch weniger Kabel dran. Das heißt, das Platzproblem innen drin ist somit auch gelöst. Gleiches Spiel, hier wieder durch. Und dann geht die Fahrt jetzt gleich rückwärts. Also zurückbauen das Ganze. So. Dementsprechend hier wieder die Platine an die richtige Stelle. Jetzt müssen wir gucken, wie viel brauchen wir hier draußen. Das ist nicht viel. Und den Rest unter den Anschluss drunter. So, ich lege das hier jetzt mal wieder auf Seite. Und jetzt kommen die Anschlüsse wieder zurück. Schön vorsichtig, keine Gewalt dabei anwenden. Und das gleiche Spiel mit dem lauten Treckermotor hier. Ja, ist leider so. Auch wieder einstöpseln und rein damit. So, jetzt gehen wir gleich als erstes hin und machen das Ganze fest. Sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt gehen wir hin und bauen das Ganze zurück. Jetzt ist es halt wichtig, dass hier ein kleines bisschen Zewa reingestopft wird. Ich mache das mal eben, weil dann wird die Mutter nicht so weit nach unten verschwinden. Das ist schon zu viel. Die hält das Ganze dann etwas besser hier oben. Kann man dann anschließend in der Regel nach unten rausdrücken. So, etwas durchdrücken das Ganze hier. Seht ihr? So, und jetzt kann ich die Mutter hier oben reinlegen. Und die ist direkt am Anfang. Und fällt mir natürlich auch direkt raus, wie ihr seht. Nein. So, stellen wir das Gerät wieder hin. Ich gehe jetzt als erstes hin und schraube jetzt hier oben das kleine bisschen fester, weil dann fällt es mir nicht raus. So, das Schräubchen dafür.
Nur so als kleiner Tipp, habe ich nämlich schon probiert. Dann hält das hier ein wenig besser und man kann die Pumpe definitiv besser einsetzen. Also Schräubchen rein. Die Mutter in die Nuss. Hinten gegenhalten. Und dann verschrauben wir das Ganze wieder. Noch nicht ganz fest, weil die andere Seite muss ja auch dementsprechend noch beweglich sein. Dann machen wir das gleiche Spiel. Schraube rein. Mutter drauf. Und was ich schon mal immer sagen wollte, ich hasse es, mit Schraubendrehern zu arbeiten. Ich bin also eher der Akkuschrauber-Typ. Aber Akkuschrauber hier an dem Gerät ist definitiv kontraproduktiv. Zumindest das Gerät, was ich habe, der würde hier wahrscheinlich das einmal komplett zerlegen. Kleiner Bewegungslegastheniker hier. So, das können wir dann jetzt schon ein wenig fester schrauben. Das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Den Rest da auch nochmal sichern. So, so schaut es dann jetzt hier im Endeffekt aus. Da vorne fehlt jetzt noch auf dem Kopf ein Schräubchen hier. Einsetzen, wie mir eben rausgefallen ist. So. Dann können wir hingehen und den Dosierkopf wieder aufsetzen. Gucken, wie geht's. Genau so drauf. Ich bin schon wieder voll daneben. So, einmal quer, klick, drin ist das Ganze. Und jetzt kommt das Mounting Kit zum Tragen hier. Das wird hier oben aufgesetzt. So schaut's aus. Und den Rest wieder hier rein. Und wenn ich die dann jetzt die entsprechende Elektrode erstmal vom Wasser befreie. So. So schaut sie aus. Das Mounting Kit hier oben. So, jetzt haben wir es aber. So kommt das Ganze dazwischen. Und so schaut es dann aus. Ich werde die jetzt noch in der Flüssigkeit drin lassen, weil ich die erst zum Wochenende hin in Betrieb nehme. Das heißt, das Video wird einmal kurz unterbrochen. Dann installiere ich den Keeper wieder bei mir am Becken. Gehen wir jetzt noch dazu über und machen jetzt hier hinten alles zu. Die legen wir mal auf Seite. Gleiches Spiel wieder. Ihr seht, alles ist sauber angeschlossen, alles ist sauber verlegt, nichts kommt irgendwo an was anderes dran. Das ist wichtig. Deckel drauf, Schrauben rein, zuschrauben, Klappe zu, Affe tot, auf gut Deutsch gesagt. So, haben wir es im Endeffekt. Wie gesagt, ich lasse die Flüssigkeit noch drin, weil ich das Ganze erst am Wochenende durchziehen werde, installieren werde. Dementsprechend, ich kann das jetzt schon mal wieder nach hinten, dementsprechend machen wir jetzt einen Schnitt und ich werde das Gerät dann dementsprechend installieren, einmessen und dann wird es parallel noch eine Zeit lang mitlaufen, damit wir sehen, was die Elektrode kann und was nicht.
Ja, Leute, das Gerät ist wieder zusammengesetzt, so wie es soll. Ich habe das hier mal jetzt zu Anschauungszwecken so zusammengebaut. Gleich kommt es wieder ins Wasser, weil, wie gesagt, ich mache einen Schnitt und die Installation am Becken mache ich dann am Wochenende. So schaut's aus. Wir müssen, damit wir das Gerät einrichten können, hänge ich es mal eben wieder mit in mein WLAN rein. Ich nehme euch mit aufs Pad. Und genau, das ist die Aufnahme. Da schauen wir eben. Endnummer 034, das ist das Gerät. Die beiden kennen sich noch vom letzten Mal. Und wir gehen ins Google rein und geben khkeeper.io. Da oben steht es schon. Und fangen den Bereich hier an. Zack, das kennen wir, das kennen wir. Die haben sich gerade eben auch schon miteinander verbunden, weil die sich noch kennen. Ich hatte das nochmal hier reingehangen. Gehen auch weiter. Ich muss mich bei SmartReef anmelden. Genau, das nehmen wir. Und das müsste es sein. Gerät wurde erfolgreich angemeldet. Wir gehen jetzt mal hier raus. Ich wechsle das Netzwerk und gehe direkt ins SmartReef rein. Dann müsste das Gerät auch dementsprechend dort zu sehen sein. Oberer Bereich ist das Gerät zu sehen und ja, wir machen jetzt einen Schnitt. Ich kalibriere das Ganze. Wie das Ganze gemacht wird, zeige ich euch dann im nächsten Part.